Sie sind unsere Fußball-Hingucker Bastian Schweinsteiger, Cristiano Ronaldo oder David Beckham. Sie werden von den schönsten Frauen begehrt. Manchmal sorgen ihre Auswärtsspiele für handfeste Skandale wie Franck Ribéry und seine Lolita-Hure. Und unsere Fußballfrauen? Die spielen gerade die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Am Abend haben sie ihr Auftaktspiel gegen Kanada knapp mit 2:1 gewonnen. Mit wem die Mädels privat spielen, wird eher geheim gehalten. Stimmt etwa immer noch das alte Lesben-Klischee? Sexy! Sie schreien das neue Motto der Frauenfußballnationalmannschaft heraus. Seht her, wir können super kicken und super aussehen. Das haben die Mädels vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land in mehreren Fotoshootings und Werbekampagnen bewiesen. Man will natürlich jetzt nicht da, vor allem wenn jetzt auch unbedingt Kameras dabei sind und Fotos und sowas, will man natürlich jetzt nicht, dass man da als Mannsweib abgelichtet wird von wegen, ja, kurze Haare und so breit. Ich achte da schon immer so ein bisschen drauf, dass halt auch die Haare sitzen und dass alles stimmt. Also ich gehe auch nie ungeschminkt aus dem Haus. Ich glaube, die Frauen haben gesehen, dass sie, um den Sport groß zu machen, einfach mehr zeigen müssen als das, was sie auf dem Platz können. Es sind besonders die jüngeren Spielerinnen, die aus dem Image-Schatten der Vergangenheit tanzen. Kim Kulich, Simone Laudea oder Lira Bayramay, sie stehen für die neue Weiblichkeit und machen den Frauenfußball damit für die Werbebranche immer interessanter. Wir holen den Triumph, den unsere besten Männer gern mal wieder hätten. Also Welt, nimm dich in Acht, denn wir kommen an die Macht. Natürlich fragt man sich, was passiert in der Umkleidekabine. Werden die Spielerinnen, gehen die geschminkt oder gestylt auf dem Platz? Es ist heutzutage absolut normal, dass der Bereich Sport und Entertainment, Lifestyle miteinander vermischt wird. Ein schönes Gefühl, dass viele Männer den Fußball angucken, dass sie sich davon auch bezaubern lassen, auch von uns Mädels, also von vom Äußerlichen. Wir wirken ja auch sehr sexy. Bei solchen Fotos würde Mann mit Sicherheit gerne mal mitspielen. 5 Bundesliga-Kickerinnen haben sich gerade für den Playboy ausgezogen. Dass keine von ihnen bei der WM dabei ist, egal. Hauptsache, der alte Ruf wird widerlegt. 11 Frauen, teilweise etwas moppelig, teilweise nicht gerade hübsch. Jetzt hat die Öffentlichkeit halt mit der WM jetzt wahrgenommen, dass das vielleicht gar nicht mehr der Fall ist und dass viele da auf ihr Äußeres Acht geben. Die Nationalspielerin von heute ist also attraktiv und aktuell ziemlich erfolgreich. Da müssten die schönen Kerle doch eigentlich Schlange stehen. Schon im Sinne der Gleichberechtigung. Schließlich schmücken sich die männlichen Kollegen gerne mit ziemlich ansehnlichen Damen. Aber über die Liebesgeheimnisse der Fußballerinnen wird nur selten etwas öffentlich. Der größte Traum ist natürlich heiraten, den schönsten, besten Mann der Welt zu haben. 3 Kinder und das ist dann auch alles. Das entspricht dem klassischen Frauenbild und wäre damit eher ungewöhnlich. Denn der Frauenfußball hat noch immer mit einem riesen Vorurteil zu kämpfen. Die sind alle lesbisch. Auf einige Nationalspielerinnen mag das zutreffen. Ersatztorhüterin Ursula Holl ist mit einer Frau verheiratet und steht dazu. Inka Grings und Linda Bresonik waren jahrelang ein Paar. Und Torfrau Nadine Angerer hat sich öffentlich zu ihrer Bisexualität bekannt. Trotzdem, das alte Mannsweib-Klischee stimmt nicht mehr, sagt der Experte. Das sind natürlich nicht alles Lesben, die da in der Frauennationalmannschaft spielen. Viele sind Single. Und die Freunde haben, versuchen die natürlich erstmal eher noch unter Verschluss zu behalten oder nicht gleich zu präsentieren. Alexandra Popp zum Beispiel hat jetzt ihren Freund nicht unbedingt versteckt. Nach dem Testspiel gegen Italien hat sie ihn öffentlich geküsst. Das ist überhaupt kein Problem, aber trotzdem werden die meisten noch von der Öffentlichkeit erstmal ferngehalten. Dafür rücken viele Spielerinnen immer mehr ins Rampenlicht, auch wegen ihrer Leistungen auf dem Platz, besonders aber wegen der neu entdeckten Weiblichkeit. Ich denke, dass das ganz normal ist, wenn Damen, die Fußball spielen, die im Beruf erfolgreich sind, auch attraktiv in den Medien rüberkommen wollen. Aber vor so einigen Spielen tragen wir doch ein bisschen Mascara auf, machen uns da doch ein bisschen schön. Zum Beispiel meine Fingernägel, einmal im Monat habe ich einen Termin und lasse mir da meine Hände verwöhnen. Lira Bayramay ist das Gesicht der Weltmeisterschaft. Und zwar auch, weil sie es schminkt. Den ständigen Fragen dazu begegnet sie mit einer dicken Portion Selbstironie. Wie lange braucht ihr denn morgen, um euch fertig zu machen? Kim, du zum Beispiel. Nicht so lang wie du. Ja, du lügst. Vielleicht zeigen die deutschen Fußballfrauen ihre Männer ja, wenn sie in 3 Wochen wieder den WM-Titel feiern. Unser Paarmodell der Zukunft, attraktive deutsche Weltmeisterin, datet einen Star-Kicker. Vielleicht Cristiano Ronaldo? Das wäre für die Frauenfußballstrategen der Marketingtraum. Yeah!